Das ist Ritter Hans, der ganz Tolle, der auf der Jagd nach dem goldenen Wolf ist. Plötzlich sieht er etwas Schreckliches. Hey, auf! Du bringst ihn ja noch um! Oh mein Gott, der arme Mann! Ich werde ihm helfen! Komm her, du Bestie, ich werde es dir zeigen! Ja, komm doch, ich habe keine Angst vor dir! Ha, dir habe ich's gegeben! Hey, was soll das? Du hast meinen Lieblingsleopard getötet! Ich habe ihn gekannt, seitdem er ein kleines Leopardenbaby war. Ah, ach so, ich dachte, ich habe dir das Leben gerettet. Oh, tut mir leid. Und übrigens, ich suche den goldenen Wolf. Weißt du vielleicht, wo der ist? Fritz vom Dschungel konnte es nicht fassen. Dieser arrogante Schnösel hatte den Lieblingsleoparden getötet. Und jetzt wollte er ernsthaft wissen, wie er den goldenen Wolf finden konnte. Na gut, ich werde dir helfen. Aber nur, wenn du mir dein ganzes Gold dafür gibst. Also gut, komm heute Abend zu meiner Burg. Hier in diesem Wagen ist mein gesamtes Gold. Bitte sage mir nun, wo sich der goldene Wolf versteckt. Moment, ich geh noch zur Kutsche. Oh mein Gott, war das schwer. Nun, wo ist er? Von diesem Tag an war er nur noch bekannt als Ritter raus aus den Schulden.